9. Januar 2017. Es ist noch sitzungsfreie Woche im Bundestag, aber alle Bundestagsabgeordneten bereiten sich natürlich vor auf die letzten Monate dieser Legislaturperiode. Im September wird ein neuer Bundestag gewählt. Am 21. Januar wird mein Gast Dr. Fritz Felgentreu im Bezirk Neukölln wahrscheinlich wiedergewählt, denn er hat keinen Gegenkandidaten. Also werden Sie wahrscheinlich, hoffentlich im nächsten Bundestag wieder dabei sein. Für 50% plus eins sollte es reichen. Ja, das Wahlergebnis im September. Und das wäre hübsch. Das wäre gut, ne? Das streben wir an. Ja, das streben wir an. Also das merken wir uns. Wenn wir dann hier Ende September Wahlanalyse machen, 50 plus eins für Dr. Fritz Felgentreu, das wäre ja eine Sensation. Aber wer weiß. Wir haben eben gesprochen, Rot-Rot-Grün in Berlin, beispielhaft für den Bund möglicherweise. Die SPD will aus der Großen Koalition raus. Frau Merkel, der Kanzlerin und CDU-Chefin, ist das eigentlich wurscht. Hauptsache, sie bleibt Kanzlerin. Ja, Sie wollen auch aus der Großen Koalition raus? Fragezeichen. Große Koalition ist nie die Lösung der Wahl. Große Koalition macht man immer nur, wenn nichts anderes geht. Und insofern, klar, will ich da raus. Und Rot-Rot-Grün ist es nun. Wir haben schon angefangen, darüber zu diskutieren. Wenn die Linken so bleiben, wie sie sich jetzt darstellen, eine ganz linke Partei innerhalb der Linken und eine weniger linke unter Herrn Bartsch und die andere Seite über Frau Wagenknecht. Mit wem wollen Sie denn koalieren? Also für mich ist eins völlig klar. Die SPD wird einen Grundpfeiler unserer Republik nicht in Frage stellen, das ist die Westbindung. NATO, EU und alles, was damit... Da wollen die Linken aber raus. Da wollen die Linken raus. Und das heißt, das ist ein Punkt, wo die Linken sich bewegen müssen. Wenn sie sich da nicht bewegen, dann kann nichts zustande kommen. Aber darüber werden wir reden müssen nach der Wahl, wenn es überhaupt eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün gibt. Das kann man ja alles heute nicht wissen. Wir kämpfen erstmal dafür, dass die SPD so stark wie irgend möglich aus dieser Bundestagswahl herauskommt und dass wir die Möglichkeit haben, uns unsere Partner auszusuchen. Das ist das Ziel. Und wenn es dann scheitert, scheitert es dann nur an den Linken und nicht mehr an der SPD? Das will ich hoffen, ja. Da kann man sich zumindest stellen, ihr seid die Bösewichter. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen, sondern es geht darum, konstruktive Lösungen zu suchen. Und das muss die SPD auch glaubhaft verkörpern. Und wenn wir das aber glaubhaft verkörpern und es klappt trotzdem nicht, dann ist das so. Da muss man damit leben, da muss man daraus auch die politischen Konsequenzen ziehen. Aber darüber wollen wir heute nicht weiter im Detail reden. Das machen wir dann im so Mai, Juni, Juli, wenn der Wahlkampf richtig in Gang kommt. Dann kommen die Sommerferien. Ja, die letzte Sitzungswoche ist im Juli, August, glaube ich, haben wir gesagt. Und dann geht es zur Sache. Und dann haben wir genug Themen zu reden. Wie sieht es aus? Haben die Linken sich gewandelt oder nicht? Jetzt ist ja erst nochmal Sitzungszeit. Nächste Woche geht es wieder los. Was ist Ihr Thema, wo Sie mit Herzblut dranhängen? Ach, Thema im Familienausschuss, was mich im Moment beschäftigt, ist die Frage, wie regeln wir das mit den vielen minderjährigen Jugendlichen, die zum Teil ja verheiratet ins Land gekommen sind? Wie kriegen wir da eine vernünftige, moderne Lösung? Stichwort Kinderehe. Ich möchte, dass es Ehen in Deutschland in Zukunft nur noch ab 18 gibt. Und zwar grundsätzlich und ohne Ausnahmen. Und ist das Thema im Familienausschuss schon prioritär? Wir diskutieren das SPD-intern, wir diskutieren das aber auch im gesamten politischen Raum, in der Koalition mit dem Koalitionspartner. Und ich gehe davon aus, dass wir in dieser Legislaturperiode dafür noch eine Lösung präsentieren werden. Nun kommt aber, sagen wir mal, eine 14-Jährige, 14,5-Jährige zurück aus Afghanistan oder sonst wo, oder ist hier und die ist verheiratet. Ja. Gilt denn diese Ehe? Dann, wenn Sie das durchbringen, in Deutschland kann eine Ehe nur erst ab 18 Jahren geschlossen werden? Nach meinen Vorstellungen wird diese Ehe dann nicht gelten, sondern man kann in Deutschland in Zukunft dann einfach nicht mehr verheiratet sein, wenn man noch keine 18 ist. Egal, ob man im Ausland möglicherweise eine im Ausland gültige Ehe geschlossen hat. In Deutschland wäre die schlicht und ergreifend nichtig. Die würde nicht zur Kenntnis genommen. Für uns wäre das einfach nur eine Jugendliche. Und im Zweifelsfall, wenn sie keine Eltern dabei hat, ist das Jugendamt für sie zuständig. Und das heißt, sie könnte oder er könnte dann nochmal heiraten, ganz legal 18, in Deutschland? Wenn sie 18 ist und sie hat ihren Partner lieb, klar. Gleiches Recht für alle. Wird das nicht sehr kompliziert werden? Nee, dass man, wird viel einfacher. Ja, aber kompliziert insofern, dass man sagt, das, was bei euch zu Hause, wo ihr herkommt, legal war, gilt bei uns nicht, das zerreißen wir einfach. Aber das ist doch völlig normal. In anderen Ländern sind andere Dinge legal als bei uns. Wir zerreißen das ja auch nicht. Wir sagen einfach nur, das ist schön, wenn du in Afghanistan lebst, dann bist du da verheiratet, aber hier in Deutschland bist du nicht verheiratet. Und wenn du nach Deutschland ziehst, musst du dir das vorher überlegt haben. Na gut. Das ist nicht schwer zu verstehen. Ich glaube sogar, dass es sehr wichtig ist, dass wir da eine ganz klare Regel ohne Ausnahmen haben, damit jeder, der sich überlegt, ich möchte nach Deutschland ziehen, sich vorher auch damit auseinandersetzen kann und sich klar machen kann, was das für ihn oder für sie bedeutet. Klare Regeln ohne Ausnahmen wünschen sich ja viele. Davon profitiert momentan eine Partei ganz rechts im Parteienspektrum, die sagen so, wenn wir das
klar regeln, ist alles geregelt. Das wünschen sich ja viele, aber können wir das denn auch auf allen Ebenen so regeln, dass man sagt, jawohl, nach unserem Rechtsverständnis ist das jetzt klar geregelt. Basta, aus, Ende. Man kann das nicht auf allen Gebieten so regeln, aber auf diesem Gebiet kann man das so regeln, meine ich. Denn es ist ja auch, das ist ja schon sowieso schon der Grundsatz. Auch in Deutschland ist heute der Grundsatz, dass man erst ab 18 heiraten darf. Ausnahmegenehmigungen gibt es für 16- und 17-Jährige, wenn die Eltern zustimmen und wenn das Familiengericht zustimmt. Aber grundsätzlich sagen wir, der Jugendschutz gebietet, dass man erst ab 18 verheiratet sein darf. Diesen Grundsatz nachzuschärfen und von alten Regelungen Abstand zu nehmen, die auch auf andere gesellschaftliche Verhältnisse zugeschnitten waren, das halte ich für fortschrittliche Politik. Und Sie merken das ja an mir selbst. Ich habe das gar nicht so genau gewusst, dass das bei uns wirklich klar geregelt ist. Naja, das ist eine 100 Jahre alte Regelung. Früher war es doch so, wenn eine 16-Jährige schwanger wurde, dann war das ehrenrührig, dann war sie ein gefallenes Mädchen, dann ein unehelich geborenes Kind hatte eine Hypothek fürs Leben. Und damals hat der Gesetzgeber gesagt, naja, da kann war man ja... War erdberechtigt, war das uneheliche Kind. All solche Geschichten. Und damals hat der Gesetzgeber gesagt, na, da können wir Abhilfe schaffen. Wir lassen eine Ausnahmeregelung zu, dass die dann heiraten darf. Und dann wird sie eine ehrliche Frau und bringt ein ehrliches Kind zur Welt. Aber das sind doch nicht mehr unsere Verhältnisse. Heute ist das doch nicht mehr ehrenrührig, wenn eine 16-Jährige schwanger wird. Das ist ein organisatorisches Problem. Das ist ein Problem für ihre Ausbildung. Das ist eine Frage, wie wird so ein Kind groß, das von so einer jungen Mutter geboren wird. Aber ein Eheproblem ist das nicht mehr. Und wenn die ihren Freund, ihren Liebsten dann wirklich 2 Jahre später heiraten will, dann kann sie das als Erwachsene tun, das ist überhaupt kein Thema. Und so möchte ich das gerne grundsätzlich geregelt haben. Wie ist denn das mit der CDU und vor allen Dingen mit der CSU? Zieht die mit im Familienausschuss? CSU hat das bisher auch gefordert, so wie wir das gefordert haben. Es gibt einen Beschluss der SPD-Fraktion dazu, der sagt, wir wollen die Ehe ab 18 ohne Ausnahme. Die CDU und die CSU haben sich bisher ähnlich geäußert. Es steht aber immer noch ein Modell im Raum, wo man sagt, grundsätzlich machen wir die Ehe ab 18, aber für die unter 16 wird eine im Ausland geschlossene Ehe als nichtig betrachtet. Für die 16 oder 17 ist, muss das Jugendamt einen Antrag stellen, damit die Ehe aufgelöst wird. Und da bin ich nicht so begeistert von dieser Regelung, weil ich glaube, das verkompliziert die Sache unnötig. Wie geht's aus? Das weiß ich nicht, das diskutieren wir. Irgendwann entscheidet, ja, ist ja nicht mehr viel Zeit. Ne? Ja, irgendwann entscheidet die Koalition, ja. Ja, und dann muss die SPD-Fraktion sich zu der Verabredung, die wir mit der Union dann haben, verhalten und die annehmen oder ablehnen. Ja, aber ich werde erstmal, solange ich die Zeit habe und die Möglichkeit habe, ja, werde ich für die Lösung werben, die ich für die richtige halte. Es gibt ja eine Regelung, ich komme jetzt gerade nicht auf den Fachausdruck, alles das, was nicht erledigt ist in einer Legislaturperiode, fällt wieder in den großen Papierkorb. Diskontinuität, ja. Genau. Da geht es aber um Anträge, die eingebracht sind. Diskontinuitätsregel. Genau. Na, also stellen Sie sich vor, eine Partei bringt eine Fraktion bringt einen Antrag ein in den Bundestag. Der muss ja eigentlich in den Ausschüssen behandelt und irgendwann vom Plenum entschieden werden. Aber manche Anträge, die kommen eben nie so weit. Die landen nicht auf der Tagesordnung der Ausschüsse, aus welchen Gründen auch immer. Oder wenn der Ausschuss eine Empfehlung abgegeben hat, dann hat der andere Ausschuss noch keine abgegeben. Und dann ist die Wahlperiode zu Ende. Ja. Und dann landen die wirklich alle im großen Papierkorb. Die sind dann wirklich... Die sind erledigt. Die sind dann weg. Und zwar erstmal für immer und ewig. Die sind dann weg. Die müssen dann neu eingebracht werden, damit der nächste Bundestag sich wieder mit der gleichen Frage beschäftigt. Also, wenn diese Diskontinuitätsregel, das konnte ich schon als Student schwer aussprechen, nicht greifen soll, dann müssen Sie ja dieses Ehe mit 18 durchbringen bis zur letzten Sitzung. Bis zur Sommerpause. Ja. Bis zur Sommerpause. Würde ich sagen. Also da braucht man erstmal einen Gesetzentwurf, der kommt vom Justizministerium. Familienministerium arbeitet zu. Der muss eingebracht werden, muss durchs Kabinett gebracht werden. Also die Bundesregierung muss sagen, ja, wir stehen dahinter. Dann kommt das in den Bundestag, dann befasst sich das Plenum damit. Dann geht es in die Ausschüsse. Dann halten die eine große Rede. Dann halte ich eine große Rede, eine flammende. Und dann beschäftigen sich die Ausschüsse damit und geben eine Empfehlung dazu ab, dann kommt es zurück ins Plenum. Ja. Und wenn das Plenum dann nochmal abgestimmt hat, dann kann der Bundespräsident unterschreiben und dann kann es ins Bundesgesetzblatt. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Und wir nehmen Dr. Fritz Felgentreu beim Wort im August, wenn wir hier sitzen, ob das nun durchgekommen ist. Die Mühlen der Demokratie malen manchmal langsam. Sonst geht diese ganze Prozedur nämlich noch von vorne los. So ist das. Im neuen Parlament. Was liegt denn sonst noch an bis zur Sommerpause? Was müssen Sie unbedingt noch durchbringen? Oder besser gefragt, was wollen Sie als Abgeordneter persönlich noch durchgebracht haben?
das sind schon die wichtigen Sachen gewesen. Ich glaube, das ist nochmal ein relativ großer Batzen, diese Geschichte mit der Ehe ab 18, dass wir das noch durchkriegen. Ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir relativ viel auf den Weg gebracht. Und die anderen Themen, eine Sache, die mir immer noch wichtig ist, ist das Thema Nachschärfung der Mietpreisbremse. Die haben wir... Ganz wichtig für Neukölln. Ganz wichtig für Neukölln. Überhaupt für ganz Berlin. Die haben wir ja geschaffen und sie funktioniert auch. Es sind in Berlin bisher... es sind bisher in Berlin zwei Prozesse geführt worden, wo die Kläger gewonnen haben, weil sie gesagt haben, ich zahle eine zu hohe Miete. In beiden Fällen haben sie Recht bekommen. Aber das ist uns noch zu wenig, denn wir stellen fest, dass ein echter Mietanstiegsdämpfender, eine mietanstiegsdämpfende Wirkung noch nicht so richtig eingetreten ist, weil viele Leute auch ihre Rechte gar nicht kennen und ihre Rechte auch nicht nutzen und weil die Mietpreisbremse so, wie sie im Moment ausgestaltet ist, auch noch keine abschreckende Wirkung hat auf die Vermieter, denn sie gehen kein Risiko ein, wenn sie dagegen verstoßen. Und das sind so ein paar Dinge, die wollen wir gerne noch ändern. Dass dann ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse auch dazu führt, dass man rückzahlungspflichtig ist, dass man das Geld wieder löhnen. Da verlassen sich viele Mieter drauf, ja. Mieterinnen, dass sie das noch durchkriegen. Ja. Vor allen Dingen, dass man Einblick hat in den letzten Mietvertrag, um überhaupt zu sehen. Richtig, damit man mal rauskriegt, was hat der denn von meinem Vormieter überhaupt genommen, dass man mal eine Handhabe hat. Ist die Steigerung, die jetzt vereinbart wird, ist die überhaupt noch im Rahmen? Kriegen sie es durch? Mit der Union bis zur Sommerpause glaube ich eher nicht, aber dann werden wir... dann auch Diskontinuitätsregeln, Nein. Wir bringen ja immer nur gemeinsam als Koalition ein. Wir werden das fordern als SPD, unser Konzept steht. Wenn die Union sich dem verweigert, dann werden wir im Wahlkampf dafür kämpfen. Und dann ist neues Spiel, neues Glück. So aber ist das. Leider werden die Mieten dadurch, durch das Wahlkampfthema, wird nicht niedriger. Also besser wäre es schon, sie bringen das noch durch und es wird handfest und wir können uns darauf verlassen und dann ein Kreuz bei der richtigen Partei machen, bei wem auch immer. Den Wahlkampf führen wir später. Ich bedanke mich bei Dr. Fritz Felgentreu, SPD-Bundestagsabgeordneter in Neukölln. Am 21. Januar steht Ihre Wiedernominierung an. Drückt den Daumen, dass es glatt geht und dann werden Sie vielleicht auch in der nächsten Periode wieder Abgeordneter im Bundestag sein. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren und merken wir uns zwei Dinge, Ehe mit 18 und das Mietrecht, dass er das noch durchkriegt. Und wir werden ihm ein Wort nehmen. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gutes neues Jahr nochmal. Auch Ihnen zu Hause. Für den Rest des Jahres alles Gute. Bis nächste Woche und tschüss.